Gut, dass der Nachbar erst mit dem Bohren anfängt, wenn ich schon mit dem Video fertig bin. Es ist Sonntag, Freundchen. Sonntag! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, bin ich in einer anderen Umgebung. Hoho, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich bin ja umgezogen und ich sitze hier gerade in meiner neuen Wohnung und drehe dieses Video für euch, denn ich wollte euch heute ein paar Sachen zeigen, die ich für diese Wohnung gekauft habe. Und ich hoffe, es heilt nicht allzu sehr, aber ich glaube, es geht eigentlich. Falls ihr wissen wollt, wie meine Wohnung aussieht, dann verlinke ich euch mal meine Wohnungstour in der Infobox. Da bekommt ihr erstmal so einen ersten Eindruck, wie hier die Wohnung geschnitten ist und was ich schon alles hier drin habe und was ich geplant habe und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Sachen, die ich mir gekauft habe. Viel Spaß! Das allererste ist ein Wasserkocher. Den habe ich mir genau genommen nicht selbst gekauft, sondern den haben wir in den Tiefen unseres Kellers gefunden, also bei meiner Mutter noch zu Hause. Hä, hier ist noch ein Wasserkocher. Yay, yeah, ich habe einen Wasserkocher. Und der steht jetzt hier. Ich habe ihn Uwe getauft und er leistet mir sehr gute Dienste. Danke, Uwe. Das nächste, was ich mir geholt habe, ist ein Topf und der ist von Ikea. Ich weiß leider die Preise wirklich überhaupt nicht mehr. Aber jeder Mensch braucht einen Topf und deswegen habe ich mir den gekauft. Der hat einen Glasdeckel, ist aus Edelstahl, nehme ich mal an. Ich denke, ich werde demnächst da drin Nudeln kochen. Ja, und man kann sich sogar darin spiegeln. Warte, da. Da seid ihr, genau da. Hallo. Ja, Hauptsache ich vergesse erstmal eine ganze Tüte. Ich mache einfach mal weiter mit Ikea. Und zwar das erste, was mir hier entgegenguckt. Das ist eine Rolle, mit der ich kämpfen kann. Weil jetzt, wo ich alleine wohne, habe ich mich halt dazu entschlossen, dass ich mich selbst ein bisschen mehr verteidigen können muss. Und wenn dann hier jemand reinkommt, dann werde ich ihn halt mit dieser Rolle ein bisschen den Sohlen verhintern, den Hintern versohlen. Aber es eignet sich auch als Geschenkpapier. Also es ist wirklich ein Multifunktionsgerät. Dann habe ich mir einen Bettbezug gekauft, weil ich schlafe jetzt nicht auf dem Boden, sondern halt in einem Bett und mit einer Bettdecke. Und ja, dann habe ich mir halt einfach einmal weißen Bettbezug geholt. Dazu habe ich auch noch ein Kissen. Das ist aber gerade, wie gesagt, in dem anderen Zimmer. Und ja, das ist dann für die Bettdecke und das ist halt einfach weiß. Fand ich so ganz cool, weil ja. Geschenkband in verschiedenen Farben habe ich mir auch gekauft. Das heißt Upfata. Passend zu meinem weißen Bettbezug habe ich mir auch ein weißes Bettlaken gekauft. Gehen wir mal wieder zurück zu Küchenutensilien. Und zwar habe ich mir dieses wunderschöne Nudelsieb gekauft. Wie gesagt, ich habe einen Topf für Nudeln, da brauche ich auch ein Sieb für Nudeln. Das finde ich immer sehr gut, deswegen habe ich mir das gekauft in weiß. Ich habe mir jetzt auch einen Messbecher gekauft und kann damit jetzt Sachen messen. Zum Beispiel, wie groß mein Kopf ist. Er ist nämlich größer als der Messbecher, das heißt, er passt schon mal nicht hier rein. Dann habe ich mir noch Besteck gekauft und das fand ich echt mega schön. Das sieht so relativ edel aus, weil das nicht so ein Glanzglanz ist, sondern so ein also so ein matter Glanz, falls man das so sagen kann. Okay, das Besteck ist jetzt hier festgemacht, aber ich zeige es euch mal so. Das nächste, was ich mir gekauft habe, sind Kleiderbügel. Zukünftig werde ich auf jeden Fall bei diesen dünnen Kleiderbügeln bleiben, denn ich hatte davor immer so dicke von Ikea. Die waren zwar auch relativ gut, aber die haben einfach so viel Platz in meinem Schrank weggenommen, dass sich einfach so dünne Kleiderbügel meiner Meinung nach viel mehr lohnen. Und davon habe ich mir halt einmal quasi 3 Stück gekauft, also dass ich 15 davon habe. Die letzten 2 Dinge von Ikea sind einmal ein Kochlöffel aus Holz und eine Spülbürste. Und was super praktisch ist, ihr könnt es auch auf glatte Flächen... Oh! Oh! Wow! Was ich auch noch von Ikea gekauft habe, ist... Moment. Dieser Tisch! Woo! Der Tisch ist mega praktisch, weil man den von beiden Seiten auf, aber auch zuklappen kann. Und die Stühle sind auch von Ikea, die haben dann noch so ein ganz gemütliches Polster. Ich schreibe euch von beiden auf jeden Fall noch die Links in die Infobox, falls ihr euch fragt, wie die Namen von diesen Möbelstücken sind. Das weiß ich nämlich gerade nicht aus dem Kopf. Dann habe ich mir noch Duftstäbchen geholt. Und zwar liebe ich das, wenn Duftstäbchen so den Raum gut riechen lassen. Und diese hier sind jetzt von iPuro. Luxusline iPuro Black. Und ich fand beim ersten Riechen, dass es nach Vanille riecht, aber ich habe dann bei der Beschreibung gelesen, dass es irgendwas anderes ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier steht jetzt leider nicht mehr, wonach das riecht, aber es riecht auf jeden Fall
sehr süß und so ein bisschen weicher. Jetzt nicht unbedingt so super frisch, aber ich finde den Duft so richtig, ich weiß nicht, ich finde ihn einfach richtig schön und der Duft verbreitet sich auch sehr gut. Jetzt kommen wir zu meinem letzten Teil, was ich mir gekauft habe, was gerade nicht hier ist und wo ich euch auch gerade nicht hinbringen kann, weil das hier ein System ist, was ich jetzt nicht auseinanderbauen möchte. Auf jeden Fall habe ich mir ein Tuch gekauft, was man an die Wand kleben kann, nageln kann, hammern kann, was auch immer. Man kann es auf jeden Fall an die Wand befestigen und das kann man sich ins Wohnzimmer hängen, übers Sofa oder übers Bett. Und ich habe es jetzt erstmal in meinem Schlafzimmer, über meiner Matratze und ich finde das so, so schön. Ich habe es jetzt wahrscheinlich auch gerade eingeblendet. Da ist ein Elefant drauf mit so einem richtig schönen Hintergrund. Das ist so ein bisschen Batik-mäßig mit einem Muster noch und ja, ich weiß nicht. Ich mag ja Elefanten eh voll gern und ich hatte auch früher als Kind richtig oft solche Tücher. Ja, das habe ich mir im Internet bestellt. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal in die Infobox oder vielleicht auch günstigere Alternativen, falls ich das finde, auf Amazon oder so. Kennt ihr schon Alfredo? Aber eigentlich... Okay, gut. Ich glaube, er hat gerade keinen Bock. Hey Leute, ich bin's nochmal. Nein, das Video ist nicht vorbei, denn es geht einfach direkt weiter. Denn ich war gestern nochmal bei IKEA und habe mir noch ein bisschen mehr Zeugs geholt, weil ich noch so einiges brauchte. Und ich dachte, das hänge ich jetzt einfach mal hier dran. Das heißt, ihr seid mich immer noch nicht los und ich hoffe, ihr habt jetzt einfach viel Spaß mit der Fortsetzung. Quasi. Das erste, was ich mir geholt habe, ist dieses schöne Teil hier und das ist ein Sparschäler. Und Sparschäler braucht man, um Gemüse zu schälen. Und ja... Sollte jeder Haushalt haben und habe ich jetzt auch. Dann habe ich mir diese Teile gekauft. Das sind Clipser für Tüten, Verpackungen, einfach um sie relativ luftig zu verschließen. Dann habe ich mir ein ganzes Pack Teelichter gekauft, weil ich die voll gern anmache, wenn es draußen dunkel ist. Dann habe ich mir Gardinen gekauft und zwar eigentlich einmal für das Wohnzimmer und für mein Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das sind einfach ganz normale, beige, relativ helle Gardinen. Dann habe ich mir einen wunderschönen Mülleimer gekauft. Der ist relativ groß. Und in diesem Mülleimer verbergen sich auch noch ein paar Schätze. Und zwar super toll das hier. Und zwar den Kochlöffel, den ich euch schon gezeigt habe. Dann diesen Vierer-Element. Da ist einmal eine Schöpfkelle mit dabei. Dann so ein Nudelschöpfgerät. Wie nennt man das? Nudelschöpfer, oder? Dann so ein normaler riesiger Löffel und dann noch für die Pfanne so ein Pfannenwender. Und dann habe ich mir noch einen Schneebesen gekauft und dann dieses schöne Ding hier, wo man das Ganze dann reintun könnte. Das nächste, was ich mir geholt habe, sind diese Aufbewahrungsgläser. Da werde ich vielleicht Nudeln oder Haferflocken oder Reis oder was auch immer reintun. Dann habe ich noch drei Topfuntersetzer gekauft, die man für heiße Töpfe verwenden kann. Und die letzten beiden Dinge, die ich mir geholt habe, sind diese Aufbewahrungsboxen. Die sind sehr robust. Und jetzt war es das wirklich mit allen Dingen, die ich euch von IKEA und von den anderen Läden zeigen wollte. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen und war einigermaßen interessant, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt Tipps für einen super tollen... Boah, Mülleimer gesucht habe. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß dabei und schaut gerne auf meinem zweiten Kanal vorbei, Shantifan. Da nehme ich euch nämlich fast jeden Tag mit. Und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.